zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Was? Was ist los? Ja, ich habe dann auch mal die Aufnahme gestartet. Ach so, okay. Ja, sehr gut. Hallo. Gut, dann 3, 2, 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Evolved. Heute mal mit dem Klim. Hallo. Und natürlich meinem Dauerbaupartner SipsLP hier. Hallo. Ja. So, ich dachte, ich mache jetzt einfach die Stimme wird tiefer und tu so, als wäre ich Sips. Hallo. Hi. Hallo. Na, hallo, klar, ich bin so. Sips. Nee, du bist Tuddle. Ich war aber voll die Scheiße. Also voll große Scheiße. Wenn du besser müsstest du mich netter sprechen. Ah. Ah, es funktioniert! Penis! Es funktioniert? Ja, mit dem EP, das funktioniert. Wie denn? Ich weiß noch nicht warum, aber es funktioniert. Wie so, denn? Wir wollen heute ganz viel machen und zwar, ja. Und ja, mal gucken, ne? So, echt was? So viel? Krass, ey. Ja. Bewege mich einfach mit Enderperlen fort, weil das cool ist. Ui. Was haben wir noch, einen Hopper? Pauper-Reiter, ja, haben wir noch. Ja. Ich wollte schon sagen, ich habe nämlich mal Masse gebaut. Irgendwann. Masse! Weil wir haben so viel Zeug schnell, da muss man halt mal Masse bauen, ne? Masse Davis. Du kannst nicht immer nur Ausdauer machen, ne? Irgendwann musst du auch mal Masse bauen, da. War ja auch mal so geil. Bei mir im Fitnessstudio gibt es einen, der spritzt dann die anderen. Da kommt. Ich ja, da bewege mich jetzt die ganze Folge nur noch mit Enderperlen fort. So, lol. Das ist meine Challenge für die Folge. Wie dekadent, aber auch. Ja. Ach so, ja. Boah, hier, lol, hier ist ja mega viel Erz schon drin, so, ey. Wo, da hinten? Hallo? Ja. Hier oben über der Sackmill. Hier so. Ja, hab ich gerade reingetan. Oh, hier ist echt viel. Ach, hast gerade reingetan, okay. Ja, ja, der zieht sich das nicht selber. Ganz viel, oh, ganz viel Iron, das brauche ich auch. Ja, Eisen haben wir voll viel, glaube ich, ey. Ja, 15k. Wie wird denn das automatisch weitertransportiert von unten nach oben? Wie von unten nach oben? Ja, von der Sackmill zum. Ach so, Import-Export, geht ja. Ja, ja, genau, hat das ja selber. Oh, nice. Das ist doch echt schön, dass ich das hier so hingebaut habe, ne? Eigentlich. Also, ich finde Klotz echt mega gut so. Eigentlich, Sebastian, ne? Was machst du da überhaupt? Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich baue jetzt die super Bratbank mit Sackmills. Soll ich dir helfen dabei? Ich kann mich aber nur per Enderperlen fortbewegen. Ist ein bisschen nervig vielleicht. Kennst du überhaupt die Bratbank, die ich mal hatte? Nee. Das war geil, das waren ganz viele so, ich glaube Induction Furnaces, so 12 Stück glaube ich, alle ringförmig angeordnet und da wurde halt immer in Pipe reingepumpt so und die haben permanent halt produziert, das war schon cool. Ich glaube, das mache ich jetzt wieder. Mama, die Dusche ist kaputt. Ich brauche erstmal Sackmills, Fotze. Ja, meine Dusche ist hier, ne? Warum also, steht da überhaupt 155? Was? Achso, das war die letzte Anzahl an Safari-Bällen, die wir hatten. Was sind eine Safari-Bälle? Hier, warte, ja. Pass auf. Jetzt haben wir 1000. Ich geb dir mal so ein paar. Also hier so zwei. Hier, ja, ja, genau. It's a mystery, was da drin ist. Probier die mal aus. Schmeiß mal, aber schmeiß die am besten irgendwo. Boah. Auf dich. Nee, nicht so in der Nähe von irgendwas Wichtigem, so. Mit Q oder womit? Nee, mit rechten Maustaste einfach. Schmeiß die mal zur Mobfarm hin, doch. Weiß nicht, ne? Hä? Wie? Wenn die jetzt geändert haben mit dem Patch, dann kriegen wir einen Ausraster. Q. Q, sag mal. Hä? Ja, ach nee, du musst auf den Boden klicken. Du musst auf den Boden klicken damit. Oh, lol! LOL! Er hat direkt ins ME geschossen. Nein! Boah, gut, dass der nichts anderes getroffen hat, ey. Dieser Wichser, ey. Deshalb war ich so befangen, das hier drin zu machen. Weil das lustig ist, da können auch gezündete TNTs drin spawnen. Dann geh doch mal ins ME, ich probier's jetzt oben mal das Crafting Terminal, bau mal ein neues. Ja, wir haben gar keins mehr, oder hast du eins aufgehoben? Ich hab keins. Nein! 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 Die Pizza! Oh, nein! Das ist so ein Klim. Hausverbot. Gefängnis. Aber warte mal, der Castcrafter, der hat seins doch nur abgeschlossen, ne? Dann kann ich dir doch Terminal abbauen, oder? Ist das geil, ihr könnt euch mein Terminal nehmen, wenn ihr möchtet. Ja, ganz kurz oder so, brauchen wir halt ja nur. Mal, den Controller haben wir, wir brauchen nur das Crafting Terminal. Was für ein Wichser so. Dinge, ja. Aber der Polly bleibt hier. Hör auf jetzt. Ich mach doch nix. Nee, ich meine Klimm. Was mach ich denn? Ich hab grad irgendwas werfen gehört. Ja, die Enderperle. Ich muss mich doch fortbewegen, die Folge. Achso, ja. Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich hol mal eben das ME-Ding von dir, Klim, ne? Ja, wisst ihr, dass es unglaublich unpraktisch ist, sich mit Enderperlen fortzubewegen? Ja, glaube ich.
weil man auch so oft backt und Schaden kriegt und so, ne? Jetzt bin ich ja schon wieder dran. Oh mein Gott. Ich muss die ganze Zeit essen, weil ich die ganze Zeit regenne. Hey, wo hast du da? Das ME ist kaputt. Wo hast du da? Ach, da ist das ME stehen. Sehr gut. Das ist auch kaputt. So. Ich hab nur noch kaputt. Ein Herz. Ich muss ein bisschen warten und mich jetzt erstmal regenerieren. Klim, ab ins Bett jetzt. Die kann ich doch nicht. Ab ins Bett jetzt. Hab ich gesagt. Muss erst regenerieren. Dann musst du reloggen. Nee, der. Okay. Ja, ich mach das schon freiwillig mittlerweile. Das ist echt schwierig, wenn man nur. Warte mal, soll ich hier oben nochmal was hin spawnen? Okay, was passiert? Mach's irgendwo draußen. Oh, ein Chicken. Mach's irgendwo draußen, weil da können wirklich ja, weil da können halt wirklich gezündete TNT auch spawnen und darunter laufen Leitungen lang, was du da machst, ja, ne? Also, oh. Mach's lieber unten auf der Wiese irgendwo. Sollten wir nicht vielleicht einfach mal so eine Challenge machen, dass wir so Sachen davon einfach besiegen müssen, was da drin ist? Laufen wir jetzt mal ganz normal. Das wäre eigentlich ganz cool, einfach mal so ein paar Safari-Dinger. Das wäre doch voll lustig. Ich mach schon eins, Sebastian, ne? Ja. So, ME-Kabel brauchen wir noch. Ach lol, ja, ich hab eins. Mach da mal den Controller dran. Obsidian. Du hast dann eins zu weit. Ja, 11K. 10K Obsidian, ja, dann. Ey. Hey, jetzt sag nicht, das ist kaputt gegangen. Boah, warte. Hier, so. Moment, so muss das. Jetzt, ja, ja. Klim, darf ich dir deins einfach wiedergeben? Nimmst du das dann mit, oder? Ja. Hast du dich jetzt aufgehoben, Sebastian? Nee. Warte, ich. Ah, so. Gut, jetzt kommen wir doch wieder dran. Geil. Ja, jetzt sind die Strips aber wieder weg, die da drum waren. Haben wir noch welche? Also, da gut. Ja. Ich baue mal eben in eurem Garten einen Obsidian-Klotz. Ja. Und dann spawnst du die da drin. Ja, da können wir ja gegen die kämpfen. Was willst du jetzt gerade bauen hier? Ach so, ja, die Segment stimmt. Die Superbratbank. Warum willst du denn so viele machen? Nur damit das schneller geht hier? Ja, das muss das muss übertrieben sein. Ja, du musst überlegen, dass die Segment schneller ist als der Leusmelter. Eigentlich müsstest du von beidem mehr haben. Also mehr Segment. Aber ich hasse diese Pflanzen, die sich automatisch selber mehr anpflanzen, ne? Ja, die sind nervig. Mehr Aloy als Segments, ja. Mehr Aloy-Smelter als Segments. Habt ihr irgendwas, was schnell Sachen abbauen kann? Ja, eine Quarry haben wir bestimmt noch im Dingens stehen. Nein, hier, um einen Block Obsidian abzubauen, meine ich jetzt. Ach so, ja. Wo denn, wo bist denn du? Hier hinter eurem Haus einfach. Alter, ich hab voll die Frame-Einbrüche hier. Ja, so übel? Ja. Wie, was? Hier drinne? Ja. Was veranstaltest du denn hier? Das hier. Hau ab, du dummer Hirsch, ey. Ich muss, glaube ich. Das ist lustig, da ist ein Biber rausgekommen. Ja, aber der war auch schon gezündet dann wahrscheinlich, ach, ein Schaf. Ne? Nee, der ist dann explodiert dann irgendwann. So. Ein Schaf, was gibt's noch so? Ja, also, wir könnten hier Ender Lily Seed anpflanzen hier unten, ne? Können wir Schwein. Auch. Das ist aber schön, was man hier alles bekommen kann. Ne? Ja, alles so. Also auch Pferde und Hirsche kannst du auch kriegen und Wildschweine. Boah, dieser dumme Hirsch hier, ne? Oh, wie süß. Und. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen so einen Solargenerator. Einen noch. Dann reicht das hundertprozentig. Ja, hoffentlich, doch. Das habe ich schon gesagt, als wir einen hatten. Das ja. Reicht hundertprozentig. Wir brauchen immer mehr. Wir sind eine Lange sehr. Wenn die verkackten Lava-Tanks leer gehen, reicht das nicht. Was ist denn ein Exploding Zeldo? Das ist so ein Creeper, so ein spezieller Creeper, einfach so ein Name-Creeper, glaube ich. Ach so. Weißt du, was aber mir gerade mal einfällt? Einmal, aua. Das ist voll dumm, was ich hier mache. Ich hab jetzt oben nämlich einen von den Solargeneratoren. Ja. Da sind mehrere, die direkt dran angeschlossen sind. Die produzieren dann da Lava. Also die Lavagenerator, die dann halt Strom von den Solargeneratoren bekommen. Ja. Und die Lava wird dann hier unten von den Lavageneratoren wieder in Strom umgewandelt, anstatt einfach direkt den Strom von den Solargeneratoren. Ja, das ist natürlich schlau. Könnt ihr euch mal kurz unterbrechen? Ich wüsste nämlich, was man noch Geiles bauen kann. Wirklich. Was denn? Man baut sich wirklich eine Safari-Net-Arena. Ja. Geht da rein ja, und stimmt. Das ist eine coole Idee. Da machen wir ganz viele Dispenser, die automatisiert werfen. Und da müssen wir immer das... Ja, und in der ersten Runde schaffen kommen so. 4, in der nächsten Runde kommen 8, in der nächsten Runde kommen 12 Viecher raus. Ja, das wäre cool eigentlich, stimmt. Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Wir hatten eigentlich vor, so ein UFO zu bauen und die ganze Stadt damit voll zu spammen, aber...
Geht natürlich auch. Ah, sehr schön, das kannst du hier duschen. Guck mal, Ted. Dusche ist fertig. Die XP-Dusche? Ja, hier. Wie, ah. Wie mein Ding einfach schon komplett voll ist hier. Ich werde es niemals aufbauen, weil ich nie was benutze irgendwie von meinen Maschinen. Ted will nicht duschen, er ist Gamer. Stimmt, habe ich vergessen. Ja, nee, ich will auch. Oh, nee, ich will nicht duschen. Ja, ihr gut. Habt ja mein ME-System einfach rausgenommen hier. Wo zu duschen, wenn man morgen eh wieder stinkt? Ist echt so, ne, eigentlich? Eben, ja, außerdem schadet Duschen der Gesundheit, wie im Mittelalter, was sie geglaubt haben. Man würde dann schneller krank, wenn man sich oft wäscht. Ja, man wäscht ja den heilenden Schmutz von der Haut ab. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Soll ich bei irgendwas mal helfen gerade? Ja, lass doch mal dieses Ding bauen hier. Was genau willst du jetzt bauen? Eine Arena mit Dispensern, die aus Obsidian, natürlich, damit die nicht kaputt geht. Man geht da rein, stellt sie auf einen Druckplatz oder macht es irgendwie anders an und dann spawnen ganz viele Viecher. Die Arena, die willst du jetzt bauen. Wir haben noch eine Arena. Wir müssen die auch nur upgraden. Stimmt. Ja, nee, boah, nee, das kannst du da nicht machen. Die ist viel zu simpel gebaut. Du brauchst Kabelkanäle für Strom und so, damit die Dinger auch ballern. Ja, ich meine, man könnte einfach die Wand eindocken. Die ist doch nur eine Wand dick oder so, ne? Wir können ja mal da hingehen und gucken, wie das aussieht. Ja, ich habe auch schon zwei Dispenser mit. Wir können die ja mal Probe testen, so mit ein paar Safari-Netzen. Müsste da sein. Ich liebe die Dinger. Ja, die sind cool, ne? Die kriegst du von den Fischern. Wenn du so Fischer baust halt von, ich weiß gar nicht, wovon die sind. Ich komme auch gleich dazu. Egal. Safari-Netze und gut. Ich will gerade nochmal den Altar von Nordop angucken, den Dingens-Altar hier von Stonecraft. Weil ich glaube, hier ist was kaputt gegangen oder so. Sieht es so aus. Okay. Hat der einen fetten Altar? Ja, doch. Oh, voll der fette Altar. Voll fett, ey. Junge. Gar nicht fett. Nee, das Wundholder-Ding, den Altar hat er hier. Naja, hier sind die ganzen... Hauptsache ich spawne, da kommt direkt so ein scheiß Gas raus, Alter. Ja, Standard halt, ne? Unglaublich. So wie das immer läuft. Und wir hatten ja vorher, man kann auch automatisiert die Dinger, konnte man vorher in die Mob-Farm schießen halt. Dafür war das so ganz, ganz ursprünglich erst gedacht. Besser gescreenshottet, vielleicht kann ich das nochmal gebrauchen. Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Wo muss ich denn lang? Hallo, Hilfe, Orientierung. Achso, da lang, okay. Ja, einfach nur nach Norden ist das doch, ne? Ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Ih, der Käfer ist ja ekelhaft. Binge-Beetle? Ja, der hebt dich auch auf, wenn du in der Nähe bist. Nee, ich flieg von dem rum. So. Ja, aber in der Arena kann man gut hier mal kämpfen, so Fighty Mighty. Ja, sieht schon echt geil aus, so. Und dann haben wir wahrscheinlich super Pech und dann spawnen immer nur so Schafe und sowas. Die erste Wave besteht dann aus 8 Schafen und 12 Kühen. Die zweite Wave besteht dann aus 18 Kühen. Ja, aber mal ohne Scheiß, ne? Du kannst hier nicht einfach hingehen und Dispenser hinballern mit Safari-Bällen, weil du hast die Cobblestone, wenn du die sind direkt weg. Ja, eigentlich müsste man eine Obsidian-Arena irgendwo bauen, ne? Man kann doch hinter den Cobblestone einfach Obsidian dran poppen. Genug Obsidian habt ihr. Wie hinter den Cobblestone Obsidian dran pappen, dann musst du das Cobblestone ja trotzdem neu setzen. Nö, wieso? Ja, weil das kaputt geht. Ja, dann hast du halt dahinter Obsidian. Mein Gott, dann ist Cobblestone kaputt, dann sieht die Arena ein bisschen mitgenommen aus. Bisschen. Wenn du dann eine Runde da reingehst und du kriegst erstmal so 300 Safari-Bälle in die Fresse geworfen. Warum denn 300? Wo ist denn dein Problem, Alter? Ja, das ist eine Arena, da musst du auch kämpfen, mein Freund. Da muss man abgehen, 300, ne? 300 Creeper, Alter. Bist du eh so insta-tot, wenn da ganz viele Creeper spawnen, ne? Ja, ich fänd's lustig, lass mal bauen. Ja, ne? Fang schon an, ich hab 7 Obsidian dabei. Okay, sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 out of 10, beste Arena ever. Ich hab mein Witchery auch noch nicht weitergemacht. Irgendwie habe ich die Lust daran verloren. Ja, irgendwie wollten wir das ja zusammen machen, ne? Ja, das ist aber auch so Alchemie-Kram und ich hasse Alchemie wie die Pest. Das ist einfach richtig ekelhaft. Hm. Oh, vielleicht mach ich das irgendwann mal weiter. So schnell bin ich jetzt mit den Enderperlen auch nicht. Also da habe ich ganz ehrlich gesagt mehr Bock Towncraft weiterzumachen als Witchery. Ja. Und das mal aus meinem Mund zu hören, ja. Also Towncraft ist schon echt nice, so wenn du weißt, wie du das am besten machst, alles. Selbst wenn du keine Ahnung davon hast. Okay.
Also ich werde mir jetzt ein bisschen Obsidian von euch schnappen und die Arena ein bisschen ausbessern. Okay, ja, mach das. Ich suche im ME nach Arena. Gibt's da nicht so ein Arena-Kit? So irgendwie Self-Building Arena, so ein Block und dann hast du eine Arena. Ja, das wär mal voll gut. Ja. Was hättest. Es gibt ein Arena-Minecart. Ne, Mechanical Pick. Wirklich einfach so. Ja, wie nennt man das? Halt ein Baukasten für eine bestimmte Art von Gebäuden. Ja, ja, das wäre cool. Ist oder so. Einfach so Packs, Blockpacks. Ja, könntest du ja theoretisch ja mit programmierten Turtles machen, ne? Oder? Ja, eigentlich schon. Könnte man machen, ja. Oh, Haier machen geht nicht. Ich hab mir den bei der Arena? Ja, ich bin gerade dabei. Wo willst denn du das hinbauen? Echt hinten bei der anderen Arena, oder was? Ja. Ich will die direkt da dran bauen. Nein, nicht da dran, einfach die Arena verstärken mit Obsidian. Dass man die kaputt sprengen kann, dass dahinter halt eine Obsidianwand ist. Du stellst dir da viel zu einfach vor, glaube ich. Warum? Wir wollen das ja, wenn dann, so machen, dass du da hingehst, einen Schalter drückst und gehst weil, in die Arena und du wirst von allen Seiten zugeballert mit Ja, okay, Safari-Bell. Wo willst du das denn machen? Weil das große Problem ist, wir müssen dann auch den ganzen Boden durch Obsidian ersetzen, ne? Weil ja, sonst haben wir irgendwann nur ganz viele tiefe Krater da und dann wird's richtig ätzend, ey. Also wir können das bei mir machen. Da brauchen wir Platz für. Bei dir? Ja, so eine Underground-Arena oder so, keine Ahnung. Oder hier hinten in dem Wald. Hier ist viel Platz. Sollte auch nicht zu nah an die alte Arena, ne? Das wäre auch ein bisschen Arsch. Keine Ahnung, wie probiert sie schon. Ja, gucken wir mal, also nicht direkt an die andere Arena. Ist ja doof, wenn du da zwei direkt nebeneinander hast. Einfach mal gucken, irgendwo. Hier ist geil. Haben die den Baum weggemacht? Hier ist so Werkzeug, das ist zwischen Peter und euch, wenn man da langfliegt, die eine Seite. Lass doch eine riesige Höhle ausheben und das da drin machen. Oder da in dem Berg drin, ah ne, da wohnt Castcrafter, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, dann da gegenüber, da kann man doch was machen. Ich weiß gerade nicht, wo du meinst, bin gerade auf dem Weg. Ich bin gerade bei euch. Ach hier, jo. Siehst du mich? Ja, ja. Hier lang. So. Hier so. Genau. Ja. Da wäre Platz. Wäre auch dann von Bergen so umgeben. Also sollen wir die dann rund oder oval machen? Rund, würde ich sagen, oder? Und wie groß? Keine Ahnung, jetzt nicht so ultra groß. Wir müssen erstmal die Bäume wegkriegen. Wie kriegen wir denn die Bäume weg? Ey, ohne Scheiß. Ja, super krassen Axt. Hier genau in die Bergkette reinbauen, so. Genau ja? Hier unten hin, ja. Platz genug wäre dafür. Aber na, wollen wir mal eben machen, in der Folge ja, noch. Ja, machen wir jetzt, das schaffen wir jetzt. Die ganze Arena machen wir jetzt. Ja, fertig. Wir haben noch genau 20 Sekunden für die Folge Zeit. Das ja, so ungefähr, gut. Ja. Ich hab noch nicht mal eine vernünftige Axt auf Tasche. Nee, aber wir können es ja auf jeden Fall schon mal anfangen, also nicht anfangen, aber wir können ja auf jeden Fall schon mal planen und dann nächste Folge loslegen. Ja, eigentlich ja, ne? Ja, eigentlich ja. So, ich brauche eine Chest. Oh. Also ich war in dieser Folge sehr, sehr unproduktiv, muss ich sagen. Also ich habe hier voll das fette Teil gebaut, hör mal. Also ich habe Fisch gegessen. Dreimal. Sebastian, musst du dir mal angucken. Was? Hinten über der Schmelze. Ja, Moment. Toll. Guck mal, was der gebaut hat hier. Alter, du bist doch behindert, Junge. Und der nimmt wieder diese ekelhafte ja, nein, das, nein, da, ja, das gehört dazu bei dem. Das wird so geil. Oh mein Gott. Oh mein Alter. Gott. Das wird episch. Da schließen, ja. Wir schließen einmal an und dann ist vorbei. Hier. Da braucht man nie mehr irgendwas braten. Oder auf irgendwas warten. Also ich habe jetzt oben Cobblestone hingetan und das ist immer noch nicht fertig gesmeldet. Ach doch, du kommst auf jeden Fall auf den Server. Da ist doch gar kein Strom dran gerade. Ja. 10 out of 10 would never use again. Tschüss, krass. Nee. Reicht das? Wird das jetzt voll hier? Was denn? Den Lava? Hey, hier, der EP-Tank. Ach so. Ich würde sagen. Ja, wir machen jetzt mal Schluss hier, ne? Was? Okay. Ja, haut rein, Leute. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.